Ja, meine sehr geehrten Zuschauer, ich kann mich noch ganz genau an die erste Veranstaltung von Bimmelbahn und Lichterglanz erinnern. Damals starteten wir in Freital, der Weihnachtsmann begrüßte uns und die Fahrt ging bis nach Kipsdorf. Das Wetter war nie so ganz schön. Und genau diesen längsten Weihnachtsmarkt, ich sag mal der ganzen Welt, haben wir am ersten Advent wieder hier. Von Freital nach Kipsdorf und zurück. Und an jedem Bahnhof ist was los. Ja, und wenn ich so auf den Wetterbericht gucke, könnte es dieses Jahr ja sogar mit Sonnenschein klappen. Ich lade Sie alle ganz, ganz herzlich ein und führe Sie noch ein Stück weit durch das Programm. Gedanklich fahren wir nun die Strecke von Freital nach Kipsdorf. Und da denke ich natürlich an unseren Bahnhof in Seifersdorf. Gemütliches Beisammensein nach einer Fahrt mit der Bahn durch den Rabenauer Grund oder auch als kurze Stärkung für die nächste Etappe. Für Speisen und Getränke durch den Verein der IG Weißeritztalbahn. Danach kommen wir an unseren Bahnhof in Dippoldiswalde. Besuchen Sie hier unseren befahrbaren Weihnachtsmarkt. Nutzen Sie das gemütliche Ambiente und schauen im Bahnhotel beim Handwerkermarkt vorbei. Schlendern Sie danach in Richtung Museum. Dies hat das gesamte Wochenende ermäßigten Eintritt. Die Eröffnung der Weihnachtsausstellung und ein kulturelles Programm. Bücherflohmarkt, Basteln, Lesungen und Puppentheater mit gemütlichem Adventskaffee. Oberkarsdorf begrüßt uns auf dem Dorfplatz unter dem Motto romantischer Lichterglanz. Kleinbus vom Reiterhof Göbel, Wild- und Baumverkauf, Speisen und Getränke. Das klingt bereits nach einem hervorragenden Programm. Es wird nur noch getoppt durch Süßes vom Bäcker, Alphornbläsern und Wichteln auf dem Dorfplatz. Auf der Festwiese in Oberkarsdorf können Sie sich dem Weihnachtsgefühl gar nicht mehr entziehen. Feuerkörbe, Schwibbögen und Lichterketten schaffen eine romantische Atmosphäre. Und dann geht es weiter nach Schmiedeberg. Unter dem Motto, wenn der Pyramid sich dreht, am 26.11. um 14 Uhr. Start ist aber bereits 10 Uhr mit Kaffee und Stollen, Weihnachtsbasteln und Besichtigung der Mosaikwerkstatt. In der Bibliothek gibt es einen Bücherflohmarkt. Ja, was soll ich sagen? Das ist nur ein kleiner Einblick von dem langen, tollen ersten Adventswochenende. Und wer bisher nicht fündig geworden ist an den Bahnhöfen, den darf ich einladen, dass wir noch einen verkaufsoffenen Sonntag hier in Dippoldiswalde haben. Wenn Sie alle Bahnhöfe erledigt haben, können Sie noch in die Stadt gehen und vielleicht die letzten Weihnachtseinkäufe für sich und Ihre Lieben mitnehmen. Ja, liebe Zuschauer, ich lade Sie ein am ersten Adventswochenende zu Bimmelbahn und Lichterglanz entlang der Bahnhöfe der Weißeritztalbahn. Hier in Dippoldiswalde ist viel los. Unser Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr entlang unserer Bahnhöfe. Ich freue mich auf Sie. Ich hoffe, Sie freuen sich auch auf diese Veranstaltung.